Schönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen aus dem Stadtmuseum Bruck an der Mur zu einem weiteren Talk im Museum, moderiert von Universitätsprofessorin Doktorin Anita Ziegerhofer, wie immer und wie gewohnt. Und wir freuen uns, dass sie heute wieder da ist. Unser Ehrengast ist heute Ernest Kaltenecker, KPÖ Steiermark, sehr erfolgreicher KPÖ-Politiker, lange Jahre im Gemeinderat der Stadt Graz und Landtagsabgeordneter. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind heute zu uns, dass Sie sich bereit erklärt haben. Es tut mir sehr leid, dass wir heute ohne Publikum arbeiten müssen. Wir vermissen Sie schon alle sehr und hoffen, dass wir den nächsten Talk wieder vor Publikum gemeinsam mit Ihnen abhalten können. Sie haben die Möglichkeit, während des Talks Fragen zu stellen über YouTube. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit. Diese Fragen werden dann am Ende des Talks von Herrn Ernest Kaltenecker beantwortet. Ich darf Ihnen nun einen schönen Abend wünschen, spannende Themen, gute Unterhaltung. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Irmi. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen zum eigentlich Talk-Stream im Museum. Und ich freue mich, dass der Herr Kaltenecker nach einem Jahr hin und her uns immer die Treue gehalten hat. Wir hätten uns voriges Jahr am 27. April 2020 ein ganz besonders bedeutendes Datum in der Geschichte Österreichs treffen sollen. Wir haben uns sehr darauf gefreut und wir haben immer wiederum verschieben müssen, eben aufgrund der Pandemie. Aber jetzt trotzen wir der Pandemie und wir machen das halt im Sinne eines Streams. Vielen herzlichen Dank. Herr Kaltenecker, das Format Talk im Museum wurde 2018 begründet. Mein erster Interviewpartner war Ferdinand Lazziner. Dann kam, dass man es auch dem Publikum sagen können, Erhard Busek, Brigitte Ederer, Heinz Fischer, Waltraud Glasnik, Friedhelm Fritzenschlager und voriges Jahr im Oktober der letzte Talk in Präsenz, so zwischendrin, zwischen Lockdown 1, Lockdown 2, Lockdown 3, war Kaspar Einem. Ich möchte Sie jetzt ganz, ganz kurz vorstellen und ich hoffe, dass wir dann im Laufe unseres Gesprächs nicht nur den Politiker, sondern auch den Menschen Ernest Kaltenecker näher kennenlernen dürfen. Herr Kaltenecker, Sie sind 1949 in Rötsch in Obdach auf die Welt gekommen. Von 1965 bis 1968 waren Sie Obmann der sozialistischen Jugend in Obdach. Ich habe dann gelesen, von 1970 bis 1971 Bezirksobmann der sozialistischen Jugend in Judenburg und zwei Jahre später sind Sie dann nach Graz gegangen, wo Sie Obmann der kommunistischen Jugend geworden sind und damit eigentlich mit 1972 beginnt Ihre Karriere als Politiker. Sie wurden dann auch Landessekretär der kommunistischen Jugend Österreichs, Junge Linke, wie sie sich genannt hat, und zwei Jahre zuvor allerdings, im Jahr 1970, war die KPÖ nicht mehr im Landtag vertreten. Und es sollte dann insgesamt 35 Jahre dauern, bis Sie dann den Einzug der KPÖ in den Landtag wieder bewerkstelligen konnten. Allerdings in der Zeit, in den 35 Jahren, also 1970 bis 2005, sind Sie 1981 Gemeinderat der KPÖ, klarerweise Graz geworden, waren dann von 1998 bis 2005 Wohnbaustadtrat und dann kommt eben das Jahr 2005, wo Sie dann als Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen kandidierten und dann auch mit den 6,3% Wählerstimmen auch den Einzug triumphierend gewinnen konnten. Ich habe entnommen, Ihrer Vita am 30. März 2009 kündigten Sie dann Ihren Rückzug quasi in die zweite Reihe zurück. Und da möchte ich schon auch etwas sagen bei der Einladung, zweite Reihe, es steht hier Grazer Stadtrat und Landtagsabgeordneter der KPÖ. Sie sind nicht zurückgezogen. Also auch im Jahr 2021 gelten Sie noch immer als so aktiv, dass da gar nicht mehr außer Dienst steht oder ehemaliger. Also Sie sehen, wie Sie wahrgenommen werden. Und es ist im Grunde genommen ja 2009, 2010, das ist ein Flutsch. Kaltenecker ist nach wie vor populär. Ja, Sie begründeten damals Ihren Schritt
dieses Zurücktreten in die zweite Reihe damit, dass es Zeit sei, neuen Schwung, dass ein neuer Schwung hineinkommt. Und etwas, was Sie mir auch zugeschickt haben, ist, wo wir uns jetzt auch unterhalten im Vorfeld, Sie sind auch Nachlassverwalter einer Stiftung, eines Kabarettisten, eines deutschen Kabarettisten, der ja seine letzte Lebenszeit in Dedenitz im Bezirk Radkersburg, in der Nähe von Radkersburg, verbracht hat. Er ist 2013 gestorben, ein in Deutschland sehr anerkannter Kabarettist. Und das war ein Freund von Ihnen und Sie verwalten quasi noch diese Stiftung. Vielleicht können wir dann auch noch, wenn Sie wollen, über den Herrn Kittner und über diese ehrenamtliche Tätigkeit sprechen. Womit ich meine Frage beginnen möchte, wie bei allen meinen Interviewpartner und Partnerinnen, wir sind hier zu Gast in Bruck an der Mur. Was verbindet Sie mit Bruck an der Mur, Herr Kaltenegger? Ja, mit Bruck an der Mur in erster Linie natürlich der Bahnhof. Also wenn man aus der Obersteiermark kommt, ich komme ja aus dem Bezirk Judenburg, da war Bruck an der Mur eine bedeutende Station, wo man umgestiegen ist nach Graz. Aber nicht nur das, also Bruck ist eigentlich eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Und was mich auch noch also fasziniert an der Geschichte von Bruck, das waren... war die Rolle zum Beispiel eines Koloman Wallisch, der hier aktiv war. Und so hat Bruck auch eine bedeutende Geschichte der Arbeiterbewegung hier mitgeschrieben. Und das hat mich auch also immer mit Bruck verbunden. Und das ist also schön, also wenn man hier zum Beispiel noch die Schutzbundfahne sieht, also jetzt restauriert. Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass man sich solche Dinge bewahrt. Also das sind Ereignisse in der Geschichte einer Stadt oder eines Landes, die niemals vergessen werden dürfen. Weil wir müssen auch versuchen, aus der Geschichte Schlussfolgerungen zu ziehen, Lehren zu ziehen, weil sonst werden wir wiederholt, werden wir verdammt, sie zu wiederholen. Und das möchten wir also bei einigen Abschnitten unserer Geschichte keinesfalls machen. Und haben Sie irgendwie persönliche Beziehungen, einen persönlichen Bezug zu Bruck an der Mur, außer dass Sie die Geschichte der Stadt und die Schönheit der Stadt lieben? Nein, es gibt natürlich einige Freundinnen, Freunde, die hier aus Bruck kommen, mit denen man immer wieder auch zusammengearbeitet hat. Also wenn man an eine Stadt denkt, da gehört ja vieles dazu. Also in erster Linie die Menschen, die hier leben und dann natürlich auch die Geschichte und auch das Stadtbild als solches ist auch natürlich beeindruckend. Also ist Bruck an der Mur so etwas wie so, auch gehört zu Ihrem Leben auch dazu, so ein Mittelpunkt, auch Dreh- und Angelpunkt, wenn Sie von der Obersteiermark nach Graz gekommen sind. Ja. Ich habe in Vorbereitung zu unserem Interview ein bisschen gegoogelt und was mir aufgefallen ist, neben einigen Zeitungsinterviews, die man auf Google finden kann, auch der Wikipedia-Eintrag. Und da ist mir etwas, eine Passage, eine Information sofort ins Auge gestochen, nämlich in Armut aufgewachsen. Darf ich Sie bitten, dass Sie uns ein bisschen etwas aus Ihrer Familiengeschichte auch erzählen, ja. Aus Ihrem Leben, des jungen Ernest Kaltenegger. Ihr Vater hat ja Ernst geheißen und Ihre Mutter hat gesagt, nehmen wir noch ein E dazu, dann ist es der Ernest. Da kann man es besser unterscheiden. Ja, dass man es unterscheiden kann. Ja. Bitte, wenn Sie uns ein bisschen was von Ihrer Familiengeschichte erzählen. Ich bin ja als uneheliches Kind aufgewachsen und das war so in dieser Zeit, 1949, schon noch bestimmter Makel. Also das war nicht so, ohne meinen Vater habe ich erst mit 14 kennengelernt und das hat mich natürlich auch also immer beschäftigt und aufgewachsen bin ich bei meinen Großeltern. Also, und das waren wirklich sehr bescheidene Verhältnisse. Also wir haben gelebt in einer Zimmer-Küche-Wohnung. Zum Teil, also zu Beginn, wie ich noch sehr klein war, da waren wir noch also zu fünft in dieser Wohnung. Mein Großvater, es war eine
ich bin in einem Schloss geboren und aufgewachsen, aber nicht das Schloss, das uns gehört hat, sondern dem Stift Admont. Jetzt gehört es dem Mateschitz, der hat es gekauft, ja. Das Schloss Admont-Bichl. Und mein Großvater war Holzknecht beim Stift Admont und deshalb haben wir dort so eine Dienstwohnung gehabt. Und was natürlich schon für mich vielleicht prägend war, das waren die Großeltern, die beide sich also politisch sehr interessiert haben. Sie waren Sozialdemokraten, Sozialdemokratin, Sozialdemokrat. Und am Land, also merkt man die Unterschiede zwischen oben und unten viel besser als in den Städten. In den Städten lebt man anonymer, man ist nicht so ja, irgendwie automatisch ein Außenseiter. Das ist auch mit ein Grund, dass viele dann in die Städte ziehen, wenn es ihnen schlecht geht. Und am Land merkt man also ganz deutlich, wo oben und unten ist. Und das hat schon begonnen, also in der Kirche. In der Kirche, da war es so, also die ersten Reihen haben Namensschilder gehabt. Also da ist genau gestanden, also welche Familie hier sitzen darf. Und je weiter das nach hinten gegangen ist, dann waren meistens nur noch die Stehplätze und die waren dann dem Landproletariat vorbehalten. Und da die Trennung Mann-Frau, nicht? Rechts und links. Trennung Mann-Frau hat natürlich auch eine Rolle gespielt. In der Kirche, und das prägt also schon. Also das prägt schon. Also dann merkst du irgendwie, du spürst, wo du hingehörst. Und das war auch etwas, was mir meine Großeltern also mitgegeben haben. Und ich habe mich dann sehr bald, also mit Beginn meiner Lehrzeit, politisch betätigt, war dann eben aktiv in der sozialistischen Jugend, in Obdach, dann in Judenburg. Und da habe ich dann einmal so einen Punkt erreicht, wo ich das Gefühl gehabt habe, also dass da Wort und Tat nicht so übereinstimmen. Darf ich da noch zurückkommen, weil bitte. Es ist ja, wir werden ja, ich gehe davon aus, dass wir auch ein Publikum haben werden, das jung ist oder das hier auch dabei ist und jung ist und zuhört. Mit 16 Jahren waren Sie schon Obmann der sozialistischen Jugend in Obdach. Ja. Das war offensichtlich, das ist ja recht jung, weil ein 16-Jähriger macht eigentlich was anderes, als Obmann einer sozialistischen Partei oder einer Partei zu sein. War das eben auch dieses Spüren oben, unten, diese Differenzierung? Und war das auch mitgegeben von zu Hause, von den Eltern bzw. Großeltern, die politisch tätig waren, wohl auch parteipolitisch? Mein Großvater, meine Großmutter nicht, aber die Großmutter ist noch, weil das sind ja die Parlamentsdebatten im Radio übertragen worden. Also wir haben ja keinen Fernseher gehabt zu Hause. Im Radio hat man dann Parlamentsdebatten übertragen und weil das 10 am Abend war, meine Großmutter hat sich noch die Parlamentsdebatten angehört im Radio. Und das hat mich schon beeindruckt und mir war irgendwie klar, also man muss auch etwas tun, also wenn man was verändern möchte. Und dann gibt es natürlich noch einige so prägende Erlebnisse, die nicht unmittelbar jetzt so ein großes politisches Gewicht haben oder irgendwas Sensationelles sind, aber die einen jungen Menschen doch irgendwie in eine bestimmte Richtung lenken. Also zum Beispiel, was mir also noch immer in Erinnerung war. Also mein Großvater war den Winter über arbeitslos und konnte einmal die Kirchensteuer nicht bezahlen. Und dann ist ein Gerichtsvollzieher gekommen zu uns nach Haus und hat halt die Wohnung durchsucht und findet ein Sparschwein mit 100 Schilling drinnen. Das hat mir gehört. Und das hat meine Großmutter hat noch gesagt, dass das mir gehört, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat das ausgeleert und mitgenommen. Und das war für mich die erste und letzte Kirchensteuer, die ich gezahlt habe.
Mit 16 war ich religionsmündig und bin dann aus der Kirche ausgetreten. Es sind oft, also gerade also solche Erlebnisse, die sind nicht so von großer politischer Tragweite Dinge. Aber das prägt auch. Und die eigene Erfahrung ist immer etwas, was am längsten wirkt. Wenn man selbst erlebt. Wenn man sich irgendwas anliest, naja, das vergisst man dann gelegentlich wieder. Aber solche Erlebnisse spielen schon eine große Rolle. Oder auch so die in der Schule, wie man gemerkt hat, naja, also die Lehrer, also wir haben damals Lehrer gehabt, also die differenzieren schon, also wissen, wenn sie gut behandeln müssen und was irgendwie nicht so wichtig ist. Also ein auch eher absurdes Erlebnis. Und zwar mein Geburtsdatum stimmt nicht ganz exakt. Nämlich das Geburtsdatum, das in den Dokumenten steht. Also da steht 28. November, das haben wir jetzt aber auswendig gemerkt. Und geboren bin ich am 29. November. Und da hat es einmal so eine Runde gegeben in der Volksschule, wo der Lehrer gefragt hat, wann man geboren ist. Und ich habe gesagt, am 29. November, wie ich es halt immer gehört habe von meiner Mutter, von den Großeltern. Und ob ich zu blöd wäre, also mir mein eigenes Geburtsdatum zu merken. Aber er hat natürlich sich auf das Dokument verlassen. Und man hat einfach gemerkt, also so die Leute, die aus den unteren Schichten kommen, werden ganz anders behandelt wie die Kinder der bürgerlichen Leute. Und das ist etwas, was man dann auch nicht so vergisst. Das ist prägend natürlich und auch schon sehr früh. Und das, weil die Frage wäre, die nächste wäre gewesen, Sie haben ja in einer Wohnung im Stift Admont gelebt und sind mit 16 schon aus der Kirche ausgetreten, aber Sie haben die Frage ja mehr oder weniger schon beantwortet mit dem Sparschwein Kirchensteuer. Das war für Sie offensichtlich so ein prägendes Erlebnis, zu sagen, nein, das passt nicht. Da haben Sie ja, was Sie ja vorher schon erwähnt haben, es passt doch einiges nicht zusammen, das, was gesprochen wird und dann die Handlung. Ja? Und da auch, ich möchte Sie auch weiter fragen, was hat Sie sind ja dann 1972 nach Graz und sind dann zur KPÖ, aber Sie waren ja vorher sozialisiert, sage ich jetzt einmal, von Ihrer Großmutter her und auch von Ihrer Tätigkeit als Obmann der sozialistischen Jugend in Obdach und in Judenburg. Warum gehen Sie dann zur KPÖ? War das, weil Sie dann nach Graz gegangen sind? Nein, oder wann hören Sie das erste Mal von der KPÖ? Nicht, weil ich nach Graz gegangen bin. Ja? Das war einfach eine bestimmte Erfahrung, die ich in Judenburg auch gemacht habe, so mit lokalen Funktionären, wo ich gemerkt habe, nein, also das ist nicht wirklich stimmig, was die machen. Also die reden ganz anders, als sie agieren. Also nur ein Beispiel, um sich das irgendwie vorstellen zu können. Ich habe mich engagiert dann auch gewerkschaftlich, habe dann versucht, also einen Betrieb, das war ein größeres Möbelhaus damals in Judenburg, gewerkschaftlich zu organisieren. Weil da hat es Probleme gegeben, die haben keinen Betriebsrat gehabt und ich bin halt dann halt hin und habe halt agitiert und geschaut, dass die in die Gewerkschaft kommen und habe dort so an die 30 Mitglieder die Gewerkschaft geworben. Und auch dann hat es einen zweiten Fall gegeben bei einem Gasthaus. Dort übrigens also meine damalige Freundin gearbeitet. Da hat es Missstände gegeben. Also da haben Lehrlinge arbeiten müssen zu Zeiten, wo sie eigentlich überhaupt nicht arbeiten hätten dürfen. Länger arbeiten, als sie dürften. Und dann haben wir gedacht, na jetzt rede ich halt mit dem Gewerkschaftssekretär und versuche, also dass wir da irgendwas unternehmen, dass das abgestellt wird. Und das wäre an sich durchaus möglich, also dass man das Arbeitsinspektorat
alarmiert und darauf hinweist, dass es da Missstände gibt. Und es ist tatsächlich der Arbeitsinspektor gekommen. An dem Tag hat kein einziger gearbeitet von den Lehrlingen. Und dann, bald drauf, sehe ich dann den Gewerkschaftssekretär mit der Chefin gemütlich bei einer Flasche Wein sitzen. Und, da macht man sich irgendwie einen Reim und dann war man halt natürlich auch ein bisschen rebellisch. Es hat ja damals, also 68, diese ganze Bewegung in Deutschland hat ausgestrahlt, auch bei uns, wir waren ja fasziniert von dem. Dann sind wir halt bei der Mai-Demonstration, also das war ein Fackelzug in Pölz bei Judenburg, mit eigenen Parolen mitmarschiert und eigenen Transparenten und sind rausgeschmissen worden dann. Und ich habe zu der Zeit noch nicht einmal einen Kommunisten gekannt, weil bei uns in Obdach hat es 4 KPÖ-Stimmen gegeben, also in guten Zeiten. Und da hat man nur verdächtigt, also vermutet, wer das sein könnte, aber niemals gewusst. Gell? Also war das für mich gar nicht so jetzt zuerst das entscheidende Thema. Also ja, ich möchte in die KPÖ gehen, aber ich habe mich schon also für die Politik interessiert. Und dann hat mich, also wie ich nach Graz gekommen bin, da habe ich Kontakt gehabt, also mit jüngeren Leuten und was also mich dann und unter anderem waren da auch welche aus der KPÖ dabei und was mich dann fasziniert hat also bei der KPÖ das war so das waren so die Leute, die dort waren, also das waren Leute, die im antifaschistischen Widerstand waren, die im KZ waren, also unser ehemaliger Landesvorsitzender war vom September 1939 bis zur Befreiung im KZ Buchenwald, war Blockältester im Kinderblock und ist dann, später als Gerechter der Völker geehrt worden, weil er mit dazu beigetragen hat, dass hunderte jüdische Kinder überleben konnten. Darf ich den Namen noch? Der Franz Leitner. Franz Leitner. Franz Leitner, da gibt es übrigens auch, das hat der ORF einmal gesendet, eine ganz interessante Dokumentation, also zum Franz Leitner. Und ja, das waren einfach beeindruckende Persönlichkeiten und die Betriebsräte, die bei uns waren, da hast du nicht so das Gefühl gehabt, na, die machen das, um halt ihre eigene persönliche Situation auch zu verbessern, sondern die sind oft sogar ziemlich unter Druck gesetzt worden. Also es war nicht einfach, also sich dort offen zu bekennen. Das hat mich einfach beeindruckt. Das waren dann so diese Persönlichkeiten, wo Sie das Gefühl gehabt haben, das, was Sie sagen, tun Sie auch. Das also stimmt. Da haben Sie dann ja, die Heimat gefunden. Wenn ich das jetzt so als roten Faden mitnehmen darf, von den wenigen Minuten, wo wir schon gesprochen haben, dass das für Sie ganz, ganz wichtig ist und prägend ist, zu unterscheiden oder für Sie eigentlich, kann man das auch sagen, das zieht sich wahrscheinlich durch Ihr ganzes Leben als Politiker, aber auch als Mensch, das, was gesagt wird, das soll auch getan werden. Und jetzt stoßen Sie auf Persönlichkeiten, die das auch so gelebt haben, ihr Leben, nicht nur gesprochen haben, sondern auch gehandelt haben. Und Geschichte, habe ich auch ein bisschen rausgehört, interessiert Sie auch. Das war ja auch ganz am Anfang Ihr Statement. Die KPÖ zählt ja zu einer der ältesten Parteien weltweit. In Österreich ist sie 1918 gegründet worden. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg in der provisorischen Regierung auch, also Regierung Renner, waren auch regierungsbeteiligt, also war die KPÖ auch in der Regierung, war bis 1949 dann auch im Nationalrat. Ich glaube auf Landesebene sogar auch in Salzburg bis 1949 und ich glaube die KPÖ war am längsten auf Landtagsebene in der Steiermark bis 1970. Und in Kärnten. In Kärnten war sie auch bis 1970 oder länger? Ja, auch, da war sie okay, auch also da ist das gleich. Aber dann, ich habe mir das nur ein bisschen
Auf der Bundesebene hat es die KPÖ nicht mehr geschafft. Ich habe ein bisschen so recherchiert, eher so Streitigkeiten. Mirko Messner ist bei den Wahlen wieder mal in die Öffentlichkeit gedrungen, hat aber auch keine Stimmen geschafft, also den Einzug nicht in den Nationalrat. Und kommen wir zur Steiermark. Ich möchte, wann ist Ihnen so bewusst worden, da gibt es die KPÖ, war 1970 für Sie ein einschneidendes Jahr? Sie waren zwar noch bei der sozialistischen Jugend, aber 1970, als dann die KPÖ nicht mehr in dem Landtag war, keine Landtagsmandate erzielen konnte, war das für Sie damals, 1970, ein Ereignis, das für Sie ein Aha-Erlebnis war? Oder war das damals, weil Sie noch bei der sozialistischen Jugend war, eher unbedeutend? Nein, nicht unbedeutend. Also das hat mich schon interessiert, aber also so die Trennung von der sozialistischen Jugend hat sich ja in Judenburg vollzogen letztendlich. Also in Graz war ich dann nicht mehr in der sozialistischen Jugend aktiv, sondern da hat so eine Gruppe gegeben, die ja alles Mögliche gemacht hat, also Stadtpark, die Wiese besetzt, weil es war damals noch streng verboten, den Rasen zu betreten. Im Stadtpark kann man sich heute nicht mehr vorstellen, und das waren einfach so kleinere Aktionen, und dadurch hat es auch dann so Querverbindungen gegeben, und letztendlich bin ich also in der KPÖ gelandet, und ich habe ja zuerst also sehr merkwürdige Vorstellungen gehabt von der KPÖ. Da habe ich mir gedacht, da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, du möchtest beitreten, sondern du musst dich ja bewähren. Also die nehmen ja sicher nicht jeden. Und da kann ich mich noch erinnern, da war ich einmal bei einer Veranstaltung im Grazer Volkshaus. Da hat eine Band auch immer wieder geprobt, und die haben halt einfach ein Konzert gegeben, aber das hat keinen politischen Hintergrund gehabt. Aber mich hat das interessiert, und ich habe die Hoffnung gehabt, vielleicht Kontakt herstellen zu können, also zu Leuten von der KPÖ. Und dann treffe ich tatsächlich einen, der mit mir diskutiert. Und da haben wir halt so eine halbe Stunde diskutiert, und so, hat er mich gefragt, sag einmal, wieso bist du nicht in der KPÖ? Ich habe gesagt, naja, wäre eh gern. Hat gesagt, ja, pass auf, das machen wir gleich. Du hast eine Beitrittserklärung, und die sagt dir gleich eines, also deine erste Aufgabe wird sein, Jugendarbeit zu machen, und ich mache dich aufmerksam. Also momentan sind wir zwei, du und ich. Und das war, und der war 50 zu der Zeit. Das war Ihr Mentor gleichzeitig auch? Wer war das, Herr Walter Kosmus. Das war der Bruder des Gemeinderats Ferdinand Kosmus. Also die waren beide sehr politisch aktiv. Und dann haben wir halt angefangen, Jugendarbeit zu machen. Es hat zu der Zeit also noch keine Jugendorganisation gegeben, weil es hat einen Bruch gegeben. Wir hatten ja eine Parteikrise, so im Gefolge des Einmarsches der Warschauer Pakttruppen in der GSSR. Und da ist es leider auch zu Brüchen gekommen, die ich heute noch bedauere, weil wir viele hervorragende Leute auch dadurch verloren haben. Aber ich habe die zur damaligen Zeit auch noch nicht einmal gekannt oder nur zum Teil aus Publikationen. Und dann haben wir halt angefangen, Jugendarbeit zu machen, und das hat sich dann ganz gut entwickelt. Wir haben Veranstaltungen gehabt, also das war eine Zeit, wo politische Liedermacher sehr angesehen worden, Franz Josef Degenhardt beispielsweise, mit denen haben wir mehrmals Veranstaltungen gehabt in Graz. Unter anderem auch den Dietrich Kittner. Ja, sehr und gut. Dann noch, also Flo de Colon, die kennt heute niemand mehr, aber das hat sich dann eine gute Gruppe entwickelt, und da sind einige heute noch aktiv. Du wolltest jetzt schon
Aber da war dann ein Zulauf, ja, weil das war dann 1972 laufend, dann sind Sie Landessekretär geworden, aber da war ein Zuspruch, also dann, man wollte zur KPÖ, also Sie haben da gar kein Problem gehabt, die Jugend für die Partei zu gewinnen. Es hat einfach schon Interesse gegeben und ist sicher auch entstanden im Gefolge der 68er-Bewegung. Ja. Also links war ja nichts irgendwie Jenseitiges damals. Also die Leute haben sich einfach auch interessiert dafür. Darf ich noch ein bisschen zurückgehen, weil Sie Prager Frühling erwähnt haben? Ja. 68, könnten Sie da ein bisschen vielleicht auch für unsere Zuseherinnen, Zuhörerinnen, was hat man da, wie ist der 68 aufgenommen worden? Weil Sie gesagt haben, das war dann eine Krise innerhalb der KPÖ, das war auch ein Bruch. Können Sie das kurz erläutern, erklären bitte? Es hat also innerhalb der damals also realsozialistischen Länder eine Diskussion auch über den zukünftigen Weg gegeben. Und in der CSSR wollte man das also anders angehen. Es war also vielen bewusst, also Sozialismus ohne Demokratie kann nicht funktionieren. Und das ist ein ganz wesentliches Element und man hat also einiges versucht hier also zu ändern. Also bekannt ist vielleicht noch also Dubček, der damals eine große Rolle gespielt hat. Und in der Sowjetunion hat es noch diese These gegeben, oder diese Doktrin richtigerweise. Also es gibt nur eine begrenzte Möglichkeit, also eines sozialistischen Landes einen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Es gibt dann einfach Grenzen, wo man nicht drüber darf. Und in der Folge sind dann Truppen des Warschauer Pakts also in der CSSR einmarschiert und haben also dieses Experiment beendet. Und damit sind auch also bei vielen Linken in Europa Hoffnungen zerbrochen. Also wo man geglaubt hat, naja, da könnte sich etwas entwickeln, vielleicht für die Zukunft bedeutend. Und das ist dann also in Brüche gegangen und das hat sich natürlich auch also in der KPÖ ausgewirkt. Es hat dann also heftige Auseinandersetzungen gegeben, ob das richtig war oder falsch, also diese Intervention. Und im Zuge dieser Auseinandersetzungen haben wir, wie gesagt, also viele sehr interessante, gute Leute verloren, die auch Großes im Widerstand geleistet haben. Also die in der Resistance in Frankreich waren oder bei uns also im KZ waren. Also schade um diese Leute auch, weil dadurch viel verloren gegangen ist, also an Substanz. Und das hat eben eine Rolle gespielt, aber wir haben dann versucht, also doch irgendwie weiterzumachen, weil es, denke ich, schon notwendig ist, dass es eine Alternative gibt, also zu diesem herrschenden System. Also dieses System, das wir jetzt also in sehr ausgeprägter Form miterleben, ist ja vor 30 Jahren noch dargestellt worden als das Ende der Geschichte. Aber wir wissen heute, das ist nicht das Ende der Geschichte. Und in Wirklichkeit, also wenn wir so weitermachen, also wie wir bisher machen, also von wir, da meine ich jetzt unsere gesamte Gesellschaft, dann werden wir scheitern. Also das wird in einer Katastrophe enden. Also bestimmte Entwicklungen lassen sich also mit Methoden des Kapitalismus nicht lösen. Also man muss auch
ein bisschen weiterdenken. Und ich kann mich noch gut erinnern, also wie ich in die KPÖ gegangen bin. Also wenn man damals Kapitalismus kritisiert hat, da ist man irgendwie als Ewiggestriger hingestellt worden. Also das ist ja etwas, was man längst überwunden hat. Heute haben wir ja die Sozialpartnerschaft und heute ist ja das alles also kein Thema mehr. Aber man hat letztendlich doch feststellen müssen, dass trotz der ganzen Missstände, die es gegeben hat, also in Osteuropa, dass immerhin auch eine Konkurrenz vorhanden war, die auch uns genutzt hat in den westlichen Ländern. Mhm. Weil es war nicht so einfach, also alles so durchzusetzen, wie es heute geht. Weil man hat noch immer die Gefahr gesehen, dann laufen die über noch ganz links. Und das ist dann 89, 90 mehr oder weniger weggefallen. Und die Folge war dann also ein Wirtschaftsliberalismus der schlimmsten Form. Man hat ja dann versucht, also auch alles, was es an Errungenschaften gegeben hat, auch bei uns hier, ob das jetzt also arbeitsrechtliche Errungenschaften war. Na, also wenn man denkt, also wir haben also jetzt wieder einen 12-Stunden-Tag. Mhm. Ja, das war ein absolutes No-Go, also vor einigen Jahrzehnten noch. Weil das hat sich die Arbeiterschaft erkämpft, also diesen 8-Stunden-Tag. Mhm. Und dass man halt eine 40-Stunden-Woche gehabt hat, also zuerst 45-Stunden-Woche und so weiter. Und es gibt mittlerweile einen sozialen Kahlschlag, der enorm ist und der sich auch auswirkt in andere Bereiche. Also wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, also ein ganz ernsthaftes Problem, das es bei uns gibt, das ist also neben der ganzen, neben dem Sozialabbau auch die Umweltproblematik, mit der wir konfrontiert werden. Also die Klimakatastrophe ist da, die gibt es schon. Wir erleben das ja immer, auch wenn es jetzt die nächsten Tage wieder kalt werden wird, aber das hat sogar einen Zusammenhang also mit der allgemeinen Erwärmung der Erde. Und wir müssen da entgegensteuern und das geht nicht also einfach mit Methoden des Kapitalismus, wo man einfach nur schaut, ne, wie kann man maximale Profite erzielen. Aber was ist denn, ich wollte eigentlich so chronologisch raufmarschieren, ja, aber wenn wir schon so drinnen sind, was ist denn die Antwort von Seiten der KPÖ gegen den Klimawandel, für Umweltschutz, ohne Kapitalismus? Was ist Ihre Antwort? Na, also eine Antwort, jetzt nicht nur aufs Klima allein bezogen, muss sein, dass bestimmte Bereiche, also wir bezeichnen sie als sogenannte Daseinsvorsorge. Das ist Gesundheitswesen, das ist also öffentlicher Verkehr, ganz wichtig, hängt auch also mit Klima zusammen. Und das könnte man also fortsetzen auch in anderen Bereichen. Das muss, oder Bildung. Wohnen. Das muss also in öffentlicher Hand sein. Sonst funktioniert das nicht. Wir erleben das ja anhand ganz simpler Beispiele. Also, weil man hat uns immer wieder vorgegaukelt, ja, also mehr privat, weniger Staat, dann wird das alles besser für die Kundinnen und Kunden und dann läuft es richtig und dann ist es nicht mehr so starr. Schauen wir uns nur ein ganz einfaches Beispiel mit den Postämtern an. Also ich habe neben bei mir ein Postamt gehabt, das ist zugesperrt. Das gibt es nicht mehr.
Und die Arbeitsbedingungen für die Leute bei der Post werden immer schlimmer. Das hat aber auch die Folge, dass dann die Zustellung nicht mehr so funktioniert. Das hat dann zur Folge, dass man auch einfach manches absolut versäumen kann, also wenn das nicht funktioniert. Das gehört einfach, das ist eine öffentliche Aufgabe. Und genauso ist der Verkehr eine öffentliche Aufgabe. Man hat ja auch gesehen, also zum Beispiel in Großbritannien unter Margaret Thatcher sind die Eisenbahnen privatisiert worden. Ja. Na, das war eine Katastrophe. Ja. Das hat dann dazu geführt, dass keine Investitionen mehr getätigt worden sind in die Infrastruktur. Mhm. Die Schienen waren elendig beieinander. Sie haben sich dann die Unfälle gehäuft, sind die Züge unpünktlicher gekommen. Und so ähnlich erleben wir es heute auch zum Teil, wenn wir nicht gegensteuern. Und beim Wohnen, also weil Sie das angesprochen haben, war das auch also sehr stark spürbar. Wir haben einen, das war eine Leistung des Roten Wien in der Zwischenkriegszeit. Also die haben es damals geschafft, in einer Zeit, also zwischen 1924 und 1934, 60.000 Wohnungen zu bauen, ohne einen Schilling Schulden zu machen. Und Wohnungen, die sich die Leute leisten haben können, die haben 5-10% von ihrem Einkommen fürs Wohnen ausgeben müssen. Und bei uns, also ich habe das dann erlebt, ich habe mich für die Wohnungspolitik interessiert, weil ich selbst 12-mal umgezogen bin. Also dann irgendwie, dann interessierst dich für Mietverträge und möchtest halt wissen, wie es so läuft. Und das ist auch also persönliche Betroffenheit. Und dann haben wir uns auch also in Graz halt engagiert im Wohnungswesen. Und dann sind wir draufgekommen, also dass selbst bei einer Gemeindewohnung, also nicht stadteigene Wohnung, aber mit Einweisungsrecht der Gemeinde, Genossenschaftswohnung, wo die Stadt ein Grundstück zur Verfügung gestellt hat und die Genossenschaft hat gebaut und die Gemeinde hat die Leute einweisen können, dass die Leute dann schon oft die Mieterinnen und Mieter 50-60% vom Einkommen, vom Einkommen ausgeben haben, nur fürs Wohnen. Da bleibt ja nichts mehr. Ja. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass wir dann eine Initiative gestartet haben, also wir wollten eine Belastungsobergrenze beim Wohnen in Graz, die sicherstellen soll, dass niemand mehr als ein Drittel vom Einkommen fürs Wohnen ausgeben muss. Und da haben wir einen Antrag im Gemeinderat gestellt, damals waren wir noch zu zweit und den haben sie halt versenkt, wie sie halt mit den meisten Anträgen gemacht haben, aber wir haben uns das nicht gefallen lassen. Und haben dann eine Initiative nach dem Volksrechtegesetz gestartet und haben über 20.000 Unterschriften gesammelt, die genau dieses Anliegen unterstützt haben. Und das Ergebnis war dann ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss und das gibt es heute noch. Sehr gut. Also diese Belastungsobergrenze. Die Stadt übernimmt dann die Differenz, also wenn es eine Gemeindewohnung ist, von diesem Einkommensdrittel zur Mietvorschreibung und dann ist es aber schlimmer geworden. Also die haben dann versucht, wie halt auch in anderen Städten in Europa und in anderen Ländern, Sozialwohnungen zu verkaufen. Und die wollten auch die Grazer Gemeindewohnungen verkaufen. Und damals war es wirklich so, also da waren also alle Parteien für den Verkauf, wir waren dagegen und dann haben wir gewusst, also wenn wir jetzt nichts unternehmen und wenn uns da nichts gelingt, dann ist das verloren. Weil was passiert? Man hat das zum Beispiel gemerkt in Innsbruck, da hat man die Wohnungen auch ausgelagert, privatisiert, das Ergebnis war, dass die Mieten gestiegen sind. Also sie steigen nicht, damit man da nicht zu einem Missverständnis es kommen lässt, nicht bei bestehenden Verträgen, das ist nicht möglich, also da gibt es ja das Mietrechtsgesetz, aber bei Neuvermietungen steigen dann die Mieten und
dann wird es unerträglich. Und da hat es dann doch, ist es gelungen, also dass wir so viele Leute mobilisieren konnten, dass letztendlich dann dieses Vorhaben gescheitert ist, dass die Wohnungen nach wie vor im städtischen Eigentum sind. Sie werden ja auch als Engel der Mieter, Mieterinnen genannt, obwohl Sie ja atheistisch sind, aber Sie sind jetzt sehr glücklich mit der Bezeichnung. Aber ist da Graz einzigartig gewesen mit diesem Widerstand, den Sie hier geleistet haben? Kann man das sagen, das ist was ganz Einzigartiges, Singuläres der kommunistischen Partei in Graz, beziehungsweise überhaupt, weil Sie jetzt Innsbruck auch verglichen haben, wo eben die Sozialwohnungen auch verkauft werden, war das... Würde ich nicht unbedingt sagen, es hat auch in anderen Ländern Widerstände gegeben mit unterschiedlichen Ergebnissen. Bei uns in Graz, wir haben das halt zu einem Schwerpunkt gemacht, weil wir sind nach wie vor eine kleine Partei, auch wenn wir viele Stimmen haben. Und eine kleine Partei kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also wenn, dann bist du die Partei für dieses und jenes. Und man muss sich konzentrieren auf einige Bereiche, die halt wichtig sind. Und das, die Wohnungspolitik ist ein ganz wichtiges Thema. Also wir haben Zehntausende Studierende in Graz, die alle Wohnung brauchen, und das spürt man. Es gibt Zuzug in Graz, das spürt man. Und das Wohnen ist sowas, ein Grundbedürfnis, wie kaum ein anderes. Also wenn ich nicht einmal mehr die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen, einen Bereich zu haben für mich, wo ich auch nicht jetzt gefährdet bin, die Wohnung zu verlieren, dann ist das eine schlimme Geschichte. Und es gibt eben diese Beispiele, wo man gesehen hat, wo sich anders, wo das auswirkt. In Berlin hat man dann jetzt gemerkt, die haben auch die Sozialwohnungen verkauft und sind dann draufgekommen, hoppla, das war aber ein großer Fehler. Und jetzt versuchen sie, das zurückzukaufen. Und jetzt haben sie einen Mietendeckel einzogen, aber das sind nachher nur noch irgendwie so Krücken, die man benutzen kann, aber Wohnung verkauft ist verkauft. Wenn wir jetzt Wohnung haben, wir haben viel von der Stadt Graz gesprochen, aber das gilt ja auch für die Steiermark. Ich habe gesehen, Sie haben eine Vizebürgermeisterin in Trofeiach, Sie haben Stadträte in Eisenerz, in Leoben, in Knittelfeld, auch in Trofeiach. Das ist das Thema, da kann man sagen, das ist die KPÖ. Nicht nur in Graz, der Gemeinde, der Stadtrat, Kaltenegger steht für Wohnung, sondern die KPÖ steht für dieses für diese existenzielle Frage letztendlich, Wohnung. Ja. Und das ist jetzt offensichtlich, wie sehen Sie es jetzt im Jahr 2021? Wie wichtig ist Wohnen jetzt? Es ist enorm wichtig. Das ist enorm wichtig. Und da gibt es noch etwas, was man auch nicht übersehen sollte, weil man merkt ja, also vor allem vor Wahlen, dann entdecken alle möglichen Leute, Politikerinnen und Politiker, das Wohnungsthema. Und sagen, also alles, was richtig ist und was gut und notwendig wäre, und vergessen das am Tag nach der Wahl. Und da scheint mir also ganz wichtig zu sein, dass es Bereiche gibt, wo alle anderen Parteien wissen, also über das braucht man mit denen gar nicht reden. Da geht bei denen nichts. Dogma. Nein, wirklich. Ja. Und es ist wichtig, weil es wird dann oft, also in der Politik, dann alles Mögliche an Kompromissen eingegangen. Ich sage nicht grundsätzlich, also dass man nicht einmal einen Kompromiss irgendwo eingehen soll. Absolut nicht. Aber es gibt einfach einige Bereiche, wo man konsequent bleiben muss. Und dann wird oft, also nach Wahlen vor allem, da begründet ja mit Sachzwängen. Also wir haben müssen also einfach halt diesen gemeinsamen Beschluss zustimmen, weil die Sachzwänge haben das nicht anders uns ermöglicht.
Und da finde ich, es gibt auch einen Sachzwang zur Glaubwürdigkeit. Und das ist also etwas Wesentliches. Es müssen Wort und Tat übereinstimmen. Sonst braucht man das nächste Mal nicht mehr antreten. Weil wenn Parteien austauschbar geworden sind, also die machen dann eh alles gemeinsam. Also gemeinsam muss nicht immer schlecht sein, aber manchmal werden auch die schlechten Dinge gemeinsam durchgezogen. Ja? Und da sollte man also wirklich sehr drauf achten. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da muss ich sagen, also das funktioniert also in der KPÖ meiner Meinung nach gut. Und das geht auch bis hin also zu den Einkommen, zu den persönlichen Einkommen. Also du darfst nicht hergehen, wenn du vorher die Politikerbezüge, die sehr hoch sind, immer wieder kritisierst und dann kriegst du das Geld auf dein Konto überwiesen, dass du dann denkst, oh, super, jetzt geht's mir aber sehr gut. Ja. Das hat dann zur Folge, dass man dann auch die Leute nicht mehr wegbringt von diesen Funktionen. Ich möchte trotzdem noch auf Ihr Gefühl kommen, als Sie 1981, was war Ihr erster Gedanke, als Sie 1981 Gemeinderat von Graz geworden sind? Können Sie sich noch daran erinnern? Da kann ich mich sehr gut erinnern, weil das eine sehr traurige Geschichte war. Mein Vorgänger im Grazer Gemeinderat, der Ferdinand Kosmus, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und ich habe dann einfach rein müssen. Ich habe an dritter Stelle kandidiert auf der Liste der KPÖ bei der Gemeinderatswahl 1978. Dann ist der Ferdinand Kosmus tot gewesen mit seiner Ehefrau und einem befreundeten Ehepaar. Also alle vier, die im Auto waren tot. Gell? Und das war eine schreckliche Situation für mich, weil mir dann auch also jemand gefehlt hat. Es war schon gedacht, dass ich später mal in den Gemeinderat kommen soll. Aber das hätte anders ablaufen sollen. Auch dass ich noch jemanden habe, also den ich dann immer wieder mal fragen kann, wie läuft dieses und jenes. Und wir haben ja damals nur ein Mandat im Gemeinderat gehabt. Und dann war niemand mehr da. Wahnsinn, dann haben Sie das dann übernommen. Da war niemand mehr da. Und an zweiter Stelle hat damals der Franz Wowe Senior kandidiert, hervorragender Betriebsrat, bei damals noch Steyr-Daimler-Buch. Der war aber schon im Pensionsalter fast und da hat man ihm gesagt, ich sollte also nachrücken. Und das war also kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Aber was ich so gesehen, Sie waren ja doch immerhin bis 2005, bis Sie dann Landtagsabgeordneter geworden sind, im Gemeinderat. Sie haben die Bürgermeister Götz, Hasebach, Sie haben Stindl und Nagel miterlebt. Ja? Ja. Das war FPÖ, ÖVP, SPÖ, also alle Parteien. Wie würden Sie den Stil, den Politikstil dieser Bürgermeister, die ja auch Graz geprägt haben, ihre Namen auch selbstverständlich mit Graz in Verbindung gebracht werden und immer wieder also in der Geschichte auch eine Prägung haben, wie würden Sie den Politikstil charakterisieren, beziehungsweise wie ist es Ihnen ergangen mit dem Thema Wohnung unter Götz, Hasebach, Stingl und Nagel? Also man sollte über Tote nicht Schlechtes sprechen, aber die schlechtesten Erfahrungen habe ich mit Götz gemacht. Das war also äußerst undemokratisch. Ich war also allein im Gemeinderat, war in keinem Ausschuss vertreten und habe die Einladung, man hat so agiert, also damals hat der Gemeinderat bestanden aus 56 Mitgliedern, als ob er als 55 bestehen würde.
So hat man agiert. Okay. Und ich habe nicht einmal, also ich habe die nackte Tagesordnung gekriegt, kein einziges Informationsmaterial dazu, also damit ich weiß, was steht denn hinter dieser Tagesordnung. Ja. Also was passiert da? Da hast du dann einfach müssen versuchen, aus dem Bauch heraus irgendwie zu entscheiden. Ich habe niemanden gehabt, mit dem ich mich beraten hätte können. Ich habe mir dann von Journalisten ausborgen müssen. Die haben nämlich die Unterlagen bekommen. Und die haben mir von denen müssen ausborgen, also damit ich weiß, ungefähr was läuft bei der Sitzung. Das war im Grunde genommen schon skandalös. Und der Hasiber ist es dann geändert worden. Da hat es ein Gespräch dann gegeben mit ihm und der hat das relativ rasch eingesehen. Und dann habe ich halt also die Unterlagen bekommen und der Stinkel natürlich auch. Also das war dann schon ein bisschen eine andere Situation. Es hat natürlich auch immer wieder Konflikte gegeben, auch in der Zeit des Alfred Stinkel, muss ich natürlich sagen. Das wäre komisch, wenn es nicht so gewesen wäre, aber er hat einiges sehr seriös gemacht. Also er hat im Grunde genommen schon Wahlergebnisse respektiert. Also das hat er wirklich, das Gefühl habe ich beim Götz nicht gehabt. Also beim Stinkel war das dann tatsächlich also anders. Und dann haben wir also später, 1998, haben wir dann einen Gemeinderatsclub gehabt, dann einen Sitz im Stadtsenat. 2003, das war aber schon ein Jubeljahr. Also da glaube ich, dass wir schon mit 21%, ja. Wo sie die Wahlen gewonnen haben, dann kommt auch Nagel als Bürgermeister. Ja. Aber wie ist es Ihnen da gegangen? Haben Sie da jetzt schöne Erlebnisse an diesem Wahlerfolg 2003? Haben Sie damit gerechnet? Ich habe mir aufgeschrieben, von 1,8% in den 80er Jahren auf 21% im Jahr 2003, haben Sie damit gerechnet? Ja, nein, wir haben früher immer ums nackte Überleben gekämpft, also damit wir den einen Sitz behalten im Gemeinderat. Und dann haben wir schon gespürt, also dass die Stimmung nicht schlecht ist. Aber unsere Hoffnung war, und das war auch also unsere Ansage, wir wollen den Sitz im Stadtsenat uns erhalten, um einfach die Wohnungspolitik fortsetzen zu können. Und dann war das schon überraschend, wie die ersten Ergebnisse reingekommen sind, und wie wir dann gesehen haben, puff. Also das war auch mit sehr viel Freude und jetzt nicht mit so einem mit so einer Betroffenheit und mit so einem Schicksalsschlag wie 1981, wo Sie es gesagt haben, verbunden, da konnten Sie sich so richtig freuen, nehme ich an. Also nicht so, haben wir uns natürlich sehr gefreut, wobei es auf Bezirksebene in den Stadtbezirken dann nicht nur Freude gegeben hat, weil wir einige Mandate nicht besetzen konnten, weil wir keine Kandidaten aufgestellt gehabt haben. Ja, aber war das nicht mit 2005 dann auch diese Problematik mit Landtag? Weil Nein, da war das Problem. Da haben Sie also von den Personalressourcen, war das nicht das Problem dann? Ja, das war dann nicht mehr das Problem. Also wir haben dann diese Infrastruktur bekommen, wir haben einen Gemeinderatsklub gehabt, wir haben 4 Mandate gehabt im Landtag. Also das war dann durchaus... Herr Kaltenegger, die KPÖ wird sehr stark Kaltenegger-Partei. Es gibt auch hier mit Ks, ich habe K, Krotzer, Klimt, also Kaltenegger, die Erben gehen mit K weiter, das ist ja auch ganz spannend. Herr Kaltenegger, wenn wir uns jetzt die Zukunft der Partei anschauen, Sie haben im August 2010 gesagt, die KPÖ ist die Partei der Zukunft. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die Herausforderungen der Zukunft. Ich habe meine Ohren gespitzt, als Sie gesagt haben, Resistance. Ich habe da an Léon Blum gedacht. Ich denke an den Eingang ins Europäische Parlament, Altiero Spinelli.
das Manifest von Ventotene, ich meine, Eugenio Colorni, Ernesto Rossi und Adriano Spinelli waren ja Kommunisten, vielmehr Spinelli ist mit den Stimmen der Kommunisten dann in das Europäische Parlament gewählt worden. Von ihm stammt ein Entwurf für die Verfassung der Europäischen Gemeinschaft oder damals eben noch 1984 Europäische Gemeinschaft. Wie steht denn die KPÖ zu Europa? Zu Europa an sich gut natürlich. Europäische Union, ja. Grenzen wir es ein. Naja, da gibt es natürlich viele Kritikpunkte, ja. Das muss man ganz offen aussprechen. Also mit der Demokratie in Europa sind wir, kann man nicht zufrieden sein. Und es gibt auch eine Entwicklung, die sich nicht gut auf die Situation bei uns auswirkt. Also wenn man jetzt denkt, also diese ganzen Liberalisierungen, die es gegeben hat im ökonomischen Bereich, die sind nicht so wirklich begrüßenswert. Also, und man hat schon sehr oft das Gefühl, also dass die Bevölkerung sehr, sehr eingeschränktes Mitspracherecht hat. Also das Europäische Parlament ist zwar ein Instrument, das natürlich auch existiert, aber wenn es dann um die wirklich großen Dinge geht, um die entscheidenden Fragen, dann entscheiden ganz andere Leute. Und wenn man noch berücksichtigt, also diese ganze Arbeit der Lobbyisten in Europa, also die schneidern, also Gesetze und Verordnungen schon sehr auf die Bedürfnisse des großen Kapitals zu und weniger auf die Bedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit. Also da würde es sehr, sehr viel Änderungsbedarf geben. Also, Franz Timmermans sagt, wir brauchen dieses soziale Europa, ja. Ja, aber dann brauchen wir es auch wirklich. Ja. Und nicht nur also bei Wahlveranstaltungen. Ja. Also dort entdecken ja alle möglichen Leute das soziale Europa, aber dann ist es wieder vergessen. Wie würde die Europäische Union ausschauen, wenn der Ratspräsident oder der Kommissionspräsident, Präsidentin, KPÖ, sage ich jetzt, kommunistisch, in der Prägung eines Ernest Kaltenegger wäre? Also ein Mensch allein kann weiß ich ja, ändern. Aber das steht jetzt synonym. Nein, also da müsste sich einfach so viel ändern. Natürlich bin ich überzeugt, also dass es schon Änderungen geben wird müssen. Sonst können wir unsere Probleme nicht mehr lösen, die wir haben. Also manches ist ja in Wirklichkeit zum Verzweifeln. Also da gibt es immer wieder mal Vorstöße, dass man sagt, ja, wir brauchen ein gerechtes Steuersystem. Und dann schauen wir uns doch an, dieses vereinte Europa. Die Steuerschlupflöcher, die es gibt, wo man einfach Geld verschieben kann und an der Finanz vorbei. Und das fehlt ja dann in den öffentlichen Kassen. Wir haben jetzt enorme Aufgaben aufgrund der Pandemie folgen. Also man hat also viel Geld aufwenden müssen, um also die ärgsten Auswirkungen einmal ein bisschen abzufedern. Und man wird also noch viel mehr Geld ausgeben müssen, um die Folgen zu behandeln. Und wir bringen bei der Besteuerung nichts weiter. Wir bringen nichts weiter. Also jetzt, es gibt zwar im Augenblick aus den USA wieder ein Vorstoß, also dass man sagt, na, man sollte einen Mindeststeuersatz also festlegen, aber ich bin also außerordentlich skeptisch. Im Grunde genommen geschieht dann letztendlich alles wieder so, wie es die haben wollen, die zuerst also alles verzockt haben. Schauen wir an, was ist nach der Finanzkrise 2008 passiert,
wo man geglaubt hat, nein, jetzt wird man irgendwie vernünftiger werden und man wird also diese Zockerei nicht mehr so zulassen und es wird eine Finanztransaktionssteuer geben, also dass sich das auch nicht mehr so rentiert. Es ist ja manches ja richtig schon krank in unserem System. Also wenn ich schaue, also wie oft eine Ladung, die sich auf ein Schiff befindet, auf dem Seeweg verkauft wird, das ist reine Spekulation, das hat nichts mehr mit der Realwirtschaft zu tun. Und wenn wir also da unfähig sind einzugreifen, dann geht es wieder vor die Hunde. Und das wird immer schlimmer werden. Also so gesehen bin ich schon überzeugt, dass etwas kommen muss. Aber ich glaube, es wird nicht mit diesen Leuten geschehen, also die jetzt in der Europäischen Union den Ton angeben. Das glaube ich nicht. Wie sehen Sie die kommunistischen Parteien? Oder andersrum die Frage, ich muss auch auf die Zeit schauen, weil wir kommen und es wird wahrscheinlich auch schon viele Fragen geben, aber Kommunismus in ihrer, mit Ihren Worten ist das, was ich sage, tue ich auch und ich muss meine Glaubwürdigkeit. Sie haben kein Partei, Sie wollten kein Parteiprogramm schreiben, habe ich auch einmal kurz gelesen. Das ist es nicht, ich handle, ich tue. Ja? Also das würde ich so zusammenfassen, das ist der steirische Kommunismus und deswegen ist er vielleicht auch erfolgreich, ich weiß es nicht. Also, aber wie sehen Sie jetzt wirklich, wenn Sie sagen, die kommunistische Partei ist eine Partei der Zukunft? Ja. Wie soll diese Zukunft ausschauen und also wie wollen Sie... Ich muss ein bisschen widersprechen. Ja? Also... Ich halte also ein Programm nicht für etwas Überflüssiges. Bestimmte Grundsätze braucht man. Das ist auch also für das politische Handeln ein Kompass, weil sonst weiß man nicht, wo es hingeht. Also das ist schon notwendig, also dass man überlegt hat, also wie könnte die Zukunft ausschauen, welche Schritte wären notwendig. Also so gesehen bin ich überzeugt, also das braucht man. Aber es soll nicht reduziert werden auf ein Parteiprogramm, weil wir haben so viele schöne Programme in buntesten Ausgaben und das ist dann oft Makulatur, wenn es zur Nagelprobe kommt. Also es muss dann auch also letztendlich umgesetzt werden. Und, hat die KPÖ also, Zukunft? Mein FDK, wir wissen, mit 21, bald oder beinahe 21%, wir haben zwar nicht mehr Wohnbau, sondern Verkehrsstadträtin in Graz. Wir haben auch in der Steiermark, habe ich schon gesagt, dass es einige Stadträte auch gibt. Hat die KPÖ Zukunft? Ich glaube, dass sie Zukunft hat, bin überzeugt. Aber man kann nie wissen, also wie die Entwicklung sein wird. Es können sich auch neue Strömungen ergeben. Wenn man in unsere Geschichte zurückschaut, es ist ja nicht immer nach demselben Kochrezept Politik gemacht worden, sondern es ist dann Neues entstanden worden. Und es stehen neue Situationen, wo man dann einfach ganz neu reagieren muss drauf. Also das ist auch etwas, was man nicht vernachlässigen darf. Und zu meinen Nachfolgerinnen, also ich bin außerordentlich zufrieden mit allen Nachfolgerinnen. Das ist schon eine Freude, also wenn man sieht, also wie die Politik machen. Und es zeigt sich auch, und das ist auch für jemanden selbst eine Befriedigung, wenn man merkt, die haben ja wieder neue Ideen und die machen Neues und machen einiges sogar noch viel besser. Das ist ganz wichtig. Also ansonsten wären wir ein Traditionsverein und das will man nicht sein. Sie gelten als sehr bescheiden und Sie hören nicht oder Sie loben sich nicht selbst gerne. Aber worauf sind Sie besonders stolz? Jetzt habe ich schon den Stolz irgendwo herausgehört mit meinen Nachfolgerinnen. Da bin ich stolz, dass Sie neue Ideen einbringen. Wenn Sie Ihre aktive Zeit als Politiker jetzt Revue passieren lassen, worauf sind Sie besonders stolz und was war Ihr größter Fehler?
Fehler, da habe ich irgendwo eine große Liste, wo die alle draufstehen. Also da sprengen wir dann die Zeit, glaube ich. Dann reden wir über den Stolz, worauf Sie sind. Was geblieben ist und wo ich froh bin, dass es geblieben ist, das war in Graz die Belastungsobergrenze beim Wohnen. Dann, dass die Gemeindewohnungen nicht verkauft wurden. Das war wichtig. Weil das war damals so eine Zeit, wo das Mainstream war. Also man hat einfach, also wenn es zeitgemäß sein wolltest, hast du müssen ausgliedern und schauen, dass du irgendwie das halt alles und das Kapital bringst. Also das ist etwas Gutes, aber am meisten freut man sich natürlich, wenn es weitergeht und wenn es mit anderen Menschen weitergeht. Weil es sollte nicht so sein, dass man sagt, naja, der Letzte macht es schlecht aus. Mhm. Ja, das wäre eine traurige Angelegenheit. Der Letzte macht das Licht aus, das nehme ich jetzt quasi auf und sage, wir machen noch nicht das Licht aus, aber ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich 70 Minuten gesprochen und die Zeit ist wie im Flug vergangen und total spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank und ich glaube, es wird jetzt viele Fragen geben an Sie, Herr Kaltenegger, und Sie dürfen das Licht nur nicht ausmachen, Sie müssen die Antworten geben. Bitte schön, danke vorerst. Bitte. Definitiv, wir haben gehört in dem spannenden Gespräch von Ihnen beiden, dass Ernest Kaltenegger ein Mann ist, der zu seinen Überzeugungen steht, auch heute noch. Und wir schauen noch kurz zum Wohnungsmarkt in Graz zurück. Da waren Sie ja lange für den Wohnbau zuständig. Im Moment gibt es ja einen ziemlichen Bauboom in Graz. Das beobachten viele, auch Außenstehende. Es werden tausende Wohnungen neu gebaut. Die Reininghausgründe, der Bezirk Lent explodiert mit neuen Wohnungen. Die Wohnungen werden immer teurer und es gibt auch viele leerstehende Wohnungen in Graz. Entsteht da jetzt eine Blase? Die Gefahr besteht durchaus. Also man spricht ja nicht von ungefähr vom Betongold, das jetzt angelegt wird. Das hängt auch mit der Finanzkrise 2008 zusammen. Dann hat also das Kapital Anlagemöglichkeiten gesucht, die etwas sicherer sind als irgendwelche besonders spekulativen Angelegenheiten. Und man hat also den Wohnbausektor entdeckt. Man hat da also vieles gebaut. Und da sehe ich auch etwas also mit Sorge. Einerseits, wie Sie richtig gesagt haben, die Preise sind nach oben gegangen. Also wenn ich jetzt daran denke, ich brauche nur die Zeitungen anschauen oder so die Inserate im Internet, also was Wohnungen kosten. Also heute eine Wohnung für 700 Euro muss man schon fast als günstig bezeichnen. Das wäre also vor 20 Jahren ein Horror gewesen. Also eine Wohnung, also wenn man das jetzt noch in Schilling umrechnet, das wäre Wahnsinn gewesen. Also das kann man sich nicht leisten. Und wir haben eine Situation, wo sich also sehr einkommensstarke Gruppen durchaus schöne Sachen aussuchen können, sei ihnen auch gegönnt. Aber das andere ist, also, dass es eben Leute gibt, die nicht nur also jetzt für sich was bauen, sondern einfach also das eingesetzte Geld zu noch mehr Geld machen möchten. Und das geht nur, indem man das über hohe Mieten wieder reinbringt. Und wir haben also mittlerweile eine Situation, also die schon langsam dramatisch wird. Und warum stehen Wohnungen leer? Also das hat mehrere Gründe. Einerseits manchmal aus Spekulationsgründen. Wenn jemand ein Haus verkaufen möchte, dann bringt es wesentlich mehr, wenn ich gleich ein paar freie Wohnungen drinnen habe. Und dann bei Neuvermietungen kann man auch also erheblich mehr kassieren.
Das, und da hätte der Gesetzgeber die Möglichkeit, gegenzusteuern, indem man festlegt, klare Mietzinsobergrenzen, also wirklich durchschaubare Mietzinsobergrenzen, sodass, und auch also weg mit diesen befristeten Mietverträgen. Die Menschen werden ja zu Mietnomaden. Also jetzt hast du irgendwo eingelebt, du hast einen befristeten Mietvertrag, vielleicht auf 3 Jahre, dann kannst du wieder weiterziehen. Ne? Und das ist also etwas, was eigentlich nur gehen würde, wenn der Bund hier eingreift. Also eben über ein Mietengesetz. Wir haben in Österreich eines der weltbesten Mietrechtsgesetze gehabt. Also das haben... Und das können sich jüngere Leute oft gar nicht mehr so erinnern. Also mit einem maximalen Kündigungsschutz. Also du hast nicht einfach rausgeschmissen werden können. Mit einer Preisregelung bei den Mieten. Da haben die Vermieter nicht alles verlangen können, was wir ihn haben. Sondern wir haben das war ja damals auch etwas, mit dem wir uns sehr viel beschäftigt haben. Wir haben einen Mieternotruf eingerichtet. Und haben uns dann angeschaut, wenn die Leute gekommen sind mit ihren Mietverträgen. Und wir haben gesehen, also sie zahlen ja da viel zu viel. Also einen Antrag stellen bei der Schlichtungsstelle, Mietzins reduzieren, die haben zurückbezahlen müssen, die Vermieter. Also, und da gehört wieder ein Mietrechtsgesetz, das ist aufgeweicht worden. Und das kommt eigentlich nur noch, also den Immobilienhaien. Man muss wirklich von solchen reden zugute. In Graz hat jetzt die KPÖ eben das Wohnbauressort verloren. Fehlt Ihnen da ein bisschen die KPÖ-Handschrift? Jetzt ist Verkehr und Gesundheit. Wie sehen Sie da diese Balance jetzt? Ja, die KPÖ hat aus einem ganz simplen Grund also die Kompetenz oder die Zuständigkeit fürs Wohnen verloren. Die hat man uns gegeben 1998 in der Hoffnung, da werden sie sich schon blamieren. Weil da gibt es beim Wohnen immer mehr Wünsche, als man erfüllen kann. Also wenn die Leute kommen, jetzt, du hast nur ein kleines Korsett, also enges Korsett, ein rechtliches, und man kann ein bisschen helfen. Aber, und dann hat man gemerkt, aha, das hat nicht funktioniert. Und das letzte Mal hat man eben gesagt, nein, die KPÖ muss das Wohnen wieder abgeben. Also das uns zuerst draufgedruckt haben, also in der Hoffnung, da werden schon Schiffbruch erleiden. Und jetzt haben sie es uns weggenommen, in der Hoffnung, dass wir auch beim Verkehr halt Schiffbruch erleiden. Aber es wird, denke ich, also nicht so passieren. Verkehr und Gesundheit, wie zufrieden sind Sie da mit den Stadträten K. und Krotzer? Eben auch wieder 2 Ks, wie Sie vorher schon erwähnt haben. Nein, sehr, sehr, machen beide hervorragende Arbeit und engagieren sich wirklich also in ihrem Bereich. Aber man muss halt natürlich dazu sagen, es gibt eingeschränkte Möglichkeiten. Also beim Gesundheitswesen, also da hast du wirklich nicht viel Möglichkeiten. Also da, ja, du kannst schauen, dass das mit dem Impfen irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Es funktioniert eh sehr gut, muss man sagen. Also in Graz, wenn man Zeckenschutzimpfung oder irgendwas braucht, also das funktioniert sehr gut. Und auch also ansonsten, also macht das Gesundheitsamt sehr gute Arbeit. Aber die haben halt nur eingeschränkte Kompetenzen, weil das eigentliche Gesundheitswesen, also Krankenhäuser und so weiter, die sind wieder beim Land angesiedelt. Dann viele Gesetze, die das Grundgesundheitswesen betreffen, werden im Bund beschlossen. Also du bist da kein großer Player, wenn du da in dem Ressort bist. Und beim Verkehr hat man es ja auch so gemacht, also man hat der LKK den Verkehr gegeben, aber gleich ihr die Kompetenz für den öffentlichen Verkehr weggenommen. Weil das ist jetzt bei der Holding Graz angesiedelt und da ist die ÖVP zuständig. Also nicht so viel Handelsspielraum derzeit. Ja, aber, aber da werden sie sich vielleicht, die anderen vielleicht die Zehen ausbeißen. KPÖ hat ja bewiesen, dass sie es schaffen kann. Im Wohnbau hat sie es geschafft. Wir sind gespannt. Schauen wir ein bisschen auch zur aktuellen Politik. Da gibt es auch eine Frage. Sie haben ja auch vorher erwähnt, wie Sie die Fairness in der Politik erlebt haben, wie Sie eingestiegen sind.
gehen wir ein bisschen weiter rauf, gehen wir weiter rauf zur Bundesregierung. Es hat ja Macht auch immer etwas mit Verantwortung zu tun. Zuerst einmal, wie glauben Sie eigentlich, dass das gefährlich sein kann, zu viel Macht in einer Hand von einer Partei zu haben? Ja, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Also das kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen, also was jetzt unsere Bewegung anbelangt. Und ich kann also allen versichern, was dort passiert ist, das tut Leuten wie uns am meisten weh. Also es funktioniert nicht, wenn es kein demokratisches Regulativ gibt. Also wenn sich eine Partei zu lange irgendwo festsetzt und dann die Spielregeln vorgibt und über alles bestimmt, dann wird es bedenklich. Dann wird es bedenklich. Also es ist auch gut, wenn es ein Regulativ gibt und dass die Opposition Rechte hat, die sie auch nutzen sollte. Und am allerwirksamsten ist, wenn die Bevölkerung sich selbst wehrt. Also es gibt einige tolle Beispiele, auch in der österreichischen Geschichte, wo man sieht, im Grunde genommen die Bevölkerung hat dann entschieden. Mhm. Denkt man nur an Zwentendorf. Mhm. Das ist letztendlich dann durch die Bevölkerung entschieden worden. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, es hat damals, vielleicht war es auch ein bisschen eine Fehleinschätzung, aber immerhin also den Mut gegeben und die Fairness, dass man gesagt hat, na, dann soll die Bevölkerung entscheiden, ob wir es haben wollen oder nicht. Mhm. Ja? Also das war etwas, wo man heute nicht sicher bin, ob man das wieder so machen würde in entscheidenden Fragen. Mhm. Also dass man sagt, na, fragen wir die Bevölkerung. Es kann gefährlich werden, oder? Ja. Vielleicht ist die Antwort nicht die, die man als Politiker gerne hören genau. möchte. Eine Frage von einem unserer Seher ist eben auch, was sagen Sie zum derzeitigen Zustand der österreichischen Bundesregierung und eben auch der Opposition? Ja, schade finde ich, dass die KPÖ nicht im Parlament sitzt, das finde ich sehr schade. Könnte man vielleicht das eine oder andere durchaus auch bewirken. Bei der Regierung finde ich das manchmal ein Trauerspiel. Also was wir jetzt gerade in den letzten Wochen miterlebt haben, also das ist keine Werbung für Politik. Und Politik sollte immer Ansehen in der Bevölkerung haben. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Leute dann einfach gar nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sagen, das hat eh keinen Sinn. Also ich kann wählen, was ich will und die machen auch, was sie wollen, dann gehe ich gleich gar nicht hin. Oder, was auch also natürlich eine große Gefahr ist, dass man dann irgendwelchen Blendern hinterherläuft. Weil man glaubt, ja, wenn man wieder einen starken Mann hat, der wird es dann schon richten und der wird aufräumen. Aber aufgeräumt worden ist, das wissen wir aus der Geschichte, mit der Demokratie und nicht mit den misslichen Zuständen. Wie kommt es jetzt eigentlich, Sie sind schon so lange in der Politik und derzeit beschäftigen wir uns wirklich wieder mal mit Posten Schacher, mit Freunden der Wirtschaft in der Bundespolitik eben ja. auch, was eben kein gutes Bild wirft. Wie haben Sie das erlebt in all Ihren Jahren in der Politik? Wie kommt es da dazu? Ist das dann wirklich Machthunger, der die Leute da antreibt oder passiert das immer ja. durch alle Couleurs durch? Nein, wir haben versucht, das anders handzuhaben. Als wir 1998 in den Stadtsenat gekommen sind, dann hast du ja ein Stadtratsbüro, du kannst jemanden anstellen. Wir haben zum Beispiel also die Stelle, die es bei uns zu vergeben war im Büro, also des Büroleiters, sollte nach Möglichkeit ein Jurist sein, haben wir ausgeschrieben und dann hat es ein Hearing gegeben, wo wir die Verantwortlichen des Magistrats gebeten haben, dort auch eine Auswahl mitzutreffen.
und nicht einfach gesagt, naja, wir schneidern uns das zurecht, weil da müssen wir jemanden unterbringen. Und so etwas hat sich bestens bewährt. Und auch also in den Ämtern, also wir waren fürs Wohnungsamt zuständig, auch für andere Ämter und bei Stellenausschreibungen, Vergaben, nie versucht, also jetzt eigene Leute da irgendwie unterzubringen. Du hast nichts davon. Du hast nichts davon. Du hast wesentlich mehr, wenn dort korrekte Menschen sitzen, die was von der Materie verstehen und eine gute Arbeit leisten. Also wie du hast jetzt Leute aus deinem Freundeskreis, die vielleicht nicht so gut sein werden und irgendwie Mist bauen, und das musst du dann ausbauen. Also umgekehrt geht es viel besser. Und wir sind also mit dieser Methode immer sehr gut gefahren. Mhm. Also man sollte, und außerdem, das sind öffentliche Stellen. Also das sind ja Leute, die werden bezahlt von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Und die sollen auch dort gute Leute haben. Das Vielleicht noch eine Frage eben auch zu Steiermark, zu Graz, eben zum Thema U-Bahn kommt da. Was ist da Ihre Meinung? Ich halte nicht viel von der U-Bahn. Also ich bin der Überzeugung, dass es sinnvoller wäre und auch wesentlich effizienter, wenn man das S-Bahn-System ausbauen würde. U-Bahn ist äußerst aufwendig und dann hast du nur also eine bestimmte Strecke, die du bedienst. Aber wir kriegen mittlerweile aus der gesamten Steiermark Leute, die nach Graz einpendeln. Und die müssen wir erreichen, müssen wir abholen. Und wir sollten auch die Straßenbahn wieder ausbauen. Das wissen viele nicht. Wir haben einmal ein Straßenbahnnetz gehabt in Graz von, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von 44 Kilometer. Wesentlich mehr, als wir jetzt haben. Also da hat es eine Linie nach Gösting gegeben, über den Grießplatz ist eine Linie gefahren, die Ringlinie 2 hat es gegeben, Glacis und so weiter. Und man hat damals, also um eine autogerechte Stadt herzustellen, also diese Straßenbahnlinien liquidiert. Und ich würde es für sinnvoller halten, also dort auszubauen. Und auch zu schauen, dass die Tarife günstig sind. Also wenn die Preise attraktiv sind, dann werden auch mehr Leute umsteigen. Wir haben in Graz ja vor wenigen Jahren noch 270 Euro ungefähr, ich kann jetzt nicht auf den Euro genau sagen, Jahreskarte bekommen. Und jetzt nähern wir uns langsam der 400er-Grenze wieder. Und da sollte man auch dran denken, also dass die Fahrpreise attraktiv sind, dass die S-Bahn ausgebaut wird. Da sind ja vorhandene Netze, die man einfach verbreitern müssten und besser ausbauen, also dass man den Takt verdichten kann. Also da wäre großer Bedarf. Da gäbe es noch einiges zu tun. Also einmal das eigene Grätzl anschauen und nicht unbedingt mit den ganz großen Städten und den U-Bahnen dann vergleichen. Ja, schauen, was man es hat. Gibt manchmal, da hat man schon das Gefühl, es gibt dann Politiker, die wollen sich halt ein eigenes Denkmal setzen. Und nicht immer sind die Denkmäler dann so attraktiv, wie sie sich vorgestellt haben. Die Ära Wowes Schützenhöfe war ja in der Steiermark auch sehr interessant und sehr spannend. Man hat gemerkt, wie sie sich zusammengerauft haben und dann wirklich eine Einheit waren. Wie beurteilen Sie so jetzt nachträglich diese rot-schwarze Koalition, die es gegeben hat? Ja, wenn sie Gutes machen würden, hätte ich nichts dagegen. Aber da habe ich schon also meine Vorbehalte und es gibt also Dinge, die ich also nicht gut finde. Und da kommt wieder etwas, wo ich sage, es muss einfach für jede Partei irgendwie so absolute Grenzen geben, wo man sagt, da gehen wir nicht drüber hinaus. Und das darf sich dann nicht so
verbessert dann. Man darf sich nicht zu sehr anpassen an allen anderen. Das funktioniert. Aber es geht um die Reformpartnerschaft, die die Schützenhöfe und Woves hatten, also da mit Reform, mit Gemeindereform und ja, Verwaltungsreform. Reform ist meiner Meinung nach in vielen Bereichen mittlerweile ein missbräuchlich verwendeter Begriff. Ich erinnere mich noch gut an Zeiten, wo Reform Verbesserung bedeutet hat. Das war so in den 70er Jahren, also wenn man da von Reformen geredet hat, dann hat man gewusst, es wird besser. Und wenn man heute von Reform redet, dann wird es schlechter in der Regel. Also man sagt, ja, man kann sich das nicht mehr alles leisten, wir müssen reformfreudiger werden. Aber die Reformfreude geht nicht in der Regel zugunsten der Bevölkerungsmehrheit aus, sondern Reform heißt, ja, können wir ein bisschen was verkaufen, können wir was ausgliedern, können wir vielleicht die Arbeitszeiten ein bisschen strecken. Das sind die Reformen. Oder Pensionsreformen, Pensionsalter weiter rauf und so weiter. Das sind die Reformen, die man verkauft. Und das ist einfach ein Etikettenschwindel, finde ich. Und das ist leider in der Politik überhaupt jetzt sehr deutlich spürbar geworden, dass man einfach manchmal auch unter dem Begriff, also der missbräuchlich in dem Zusammenhang verwendet wird, der politischen Korrektness, dann Dinge macht, die sehr oberflächlich sind und die über die wirklichen Missstände hinwegschauen. Vielleicht abschließend, was wünschen Sie sich jetzt als ehemaliger Politiker für die Steiermark, für Graz, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wäre das? Auch wenn ich einen Wunsch frei hätte, das ist schwer, da würde es viele Wünsche geben, aber ich möchte einen Wunsch sagen, der dann viele Wünsche erfüllen könnte. Und zwar, dass sich die Bevölkerung mehr auch für ihre eigenen Interessen einsetzt. Dass die Menschen mehr politisch aktiv werden, sich nicht alles gefallen lassen und sich einmischen. Das wünsche ich mir, weil dann könnte sich vieles verbessern. Und Politiker sind durchaus auch manchmal lernfähig, also wenn sie merken, also das geht nicht mehr so rein, wie es früher mal gelaufen ist, dann müssen schon auch auf das Rücksicht nehmen. Ich glaube, das ist definitiv ein schönes Schlusswort. Herr Kaltenegger, vielen Dank, dass Sie da waren und uns ein paar Einblicke gegeben haben in Ihren politischen und persönlichen Werdegang. Frau Ziegerhofer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie nach Bruck gekommen sind und danke für dieses sehr interessante und informative Gespräch. Danke Schönen für Abend. Die Einladung. Dankeschön. Ich auch.